Hey Leute, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. Mit dem Tag heute beginnt die dritte Season in Rocket League. Falls ihr euch jetzt fragt, Dador, warum kommt zu dieser Uhrzeit schon ein Video? Der Grund dafür ist einfach, dass ich heute zwei Videos hochladen will. In diesem Video jetzt will ich mir ein paar Dinge schon mal angucken. Und im zweiten Video, das kommt heute Abend um 19 Uhr ungefähr, werde ich schon mal ein Opening machen und den kompletten neuen Battle Pass öffnen. Wenn wir mal gucken, wir haben hier noch den alten Battle Pass. Und ja, der Grund dafür ist, der Battle Pass oder beziehungsweise das Update an sich kommt erst um 17 Uhr. Aber trotzdem haben sich schon ein paar Dinge verändert, wenn wir mal hier gucken. Das ganze Interface ist hier anders. Und ich muss sagen, die Symbole gefallen mir. Ich finde, das sieht irgendwie sehr, sehr nice aus. Und hier sehen wir es übrigens auch nochmal in Zahlen. Saison endet in 4 Stunden. Ah gut, das ist für euch ja egal. Ne? Ihr wisst ja nicht, was in 4 Stunden ist. Aber noch eine andere Änderung, die ich zeigen kann. Und wir springen gleich da mal auf meinen 2 gegen 2 Account. Denn da will ich immer noch ein bisschen pushen. Ich bin da immer noch nicht Champion 1. Also ich war schon mal Champion 1, aber um die Belohnungen zu kriegen. Wenn wir mal hier gucken, sehen wir ja Belohnung Champion. Auf meinem Hauptaccount habe ich die Champion-Belohnung. Aber auf meinem zweiten Account habe ich 9 von 10 Spiele in Champion gewonnen. Was auch ganz neu ist, ist, dass wenn wir mal auf den Punkt Garage gehen, dann gibt es den Punkt Eintauschen. Und ja, übrigens auch hier kurz der Hinweis, falls ihr das Video um 19 Uhr nicht verpassen wollt und ihr ein neuer Zuschauer seid, dann könnt ihr einfach mal ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Und ich werde nicht nur einfach mit dem Battle Pass kaufen, sondern ich werde mir den Battle Pass kaufen und ich werde mir den so weit kaufen, bis wir schon einige Skins in Farbe sehen oder Torexplosion in Farbe. Es kann sein, dass wir heute schon die neue Battle Pass Torexplosion in Titanweiß sehen oder in einer anderen coolen Farbe. Und ja, das jetzt nur als Hinweis. Was sich jetzt hier unter dem Punkt Eintauschen verändert hat, das ist im Grunde das ganz Normale mit den Eintauschen. Du wählst 5 Items aus und dann tauschst du die ein und kriegst dafür dann 9 Gegenstand. Das Interessante dabei ist jetzt auch, ich kann jetzt endlich Gegenstände eintauschen, die ich aus den goldenen Laternen gekriegt habe. Das ging vorher noch nicht. Das wurde jetzt angepasst, dass man diese Gegenstände auch eintauschen kann. Das heißt, die Gegenstände, die man aus diesen Kisten kriegt, sind eigentlich jetzt ganz normale Gegenstände. Du kannst sie tauschen, du kannst sie eintauschen, was sehr, sehr nice ist. Und ich dachte fürs Video heute, tauschen wir auch schon mal ein bisschen was ein. Ich kann mir hier zum Beispiel 5 Schwarzmarkt-Explosionen eintauschen. Das machen wir einfach mal. So, tauschen wir einmal. So, wir kriegen nichts in der Farbe. Hier würde ich mir auch nur einen Entwurf kaufen, wenn der wirklich auch in der Farbe ist und die Farbe cool ist. Das da ganz links behalte ich mal, weil das ist, glaube ich, der einzig exotische Boost im gesamten Spiel. Sollte ich vielleicht mal einsetzen, ne? Egal, wir tauschen weiter ein. So, Draco-Reifen habe ich schon, kann ich einmal tauschen. Tauschen wir so. Das sind jetzt ja nur Entwürfe, das tut ja nicht weh, das einzutauschen. Tun. So. Entwürfe. Nichts in der Farbe. Entwürfe sind ja auch nur Entwürfe. Es ist jetzt ja nichts komplett Wildes. Tauschen wir da nochmal ein. Luftangriff in ganz normal? Habe ich das schon mal ganz normal gesehen? Oder habe ich gerade einfach mega den Hänger? Denn ein Schwarzmarkt-Item können wir uns noch gönnen. Machen wir so. Boom, und wir kriegen Interstellar-Entwurf. Nochmal Interstellar habe ich schon. Weil ich kann auch hier nochmal. Ey, du kannst jetzt so viel eintauschen. Im Grunde, weil ihr noch nie eingetauscht habt, geht einfach mal ins Menü, wo ihr eintauschen könnt. Und ihr werdet höchstwahrscheinlich einfach die nächsten 10 Minuten damit beschäftigt sein, Dinge einzutauschen. Wumm, was kriegen wir? Wir kriegen nichts in der Farbe. Okay, ja genau. Ich wollte jetzt nach hier oben gehen und ich will mir einmal kurz einen exotischen Gegenstand eintauschen. Weil ich habe ja viele Gegenstände einfach doppelt. Den Sentio habe ich dreimal. Fahre ich nicht, aber habe ich dreimal. Nämlich zweimal. Okay. Magisches Geschoss habe ich zweimal, einmal in Grau und einmal in Lila. Tue ich mal hier so rein. Okay, den Samurai haben wir auch in 2 Farben. Den Imperator habe ich zweimal, einmal im Blau und einmal normal. Ich hasse dieses Auto, deswegen packe ich es einfach direkt doppelt rein. Tauschen wir auch ein. Und dafür kriegen wir jetzt einen exotischen Gegenstand. Ich behalte mal just for fun einen Imperator und packe einen Animus GP da rein. Bevor Leute meckern, ich werde diesen Wagen nicht mehr spielen, ich hasse dieses Auto, aber tauschen wir mal jetzt. Und jetzt kriegen wir nicht einen Entwurf, jetzt kriegen wir einen exotischen Gegenstand, den ich benutzen kann, wenn ich möchte. Und wir kriegen... Wait. Wir kriegen Titan... Ist der was wert? F? Ich glaube nicht, aber ist Titanweiß? Einen exotischen Titanweißen... Moment, ich gucke es kurz mal nach. Okay, der ist nur 200 Credits wert, aber vielleicht... Wie sieht der denn aus? Moment. Ich könnte mir auch jetzt schon 2 Schwarzmarkt-Items ertauschen. Aber da muss ich sagen, das spare ich mir, glaube ich, auf für ein eigenes Video. Ich will jetzt auch nicht nur rumtauschen hier im Video. Aber so die Gegenstände, die ich doppelt habe, ich glaube, die kann ich auf jeden Fall immer eintauschen. Weil ich habe ja viele Gegenstände einfach 2, 3, 4 Mal. Und da macht das definitiv Sinn. Aber lass uns mal kurz die Reifen in Titan mal gucken. Moment. So. Ach ja, übrigens, ich habe im letzten Video Cristiano-Reifen weggetauscht. Das Ding ist, das sind Reifen, die hat jeder. Wer damals das Spiel gespielt hat, der hat die Cristiano-Reifen. Das sind Legacy-Räder. Legacy heißt,
Leute, die das Spiel gespielt haben, bevor es kostenlos geworden ist, haben diese Gegenstände einfach. Deswegen nicht weinen wegen den Cristiano-Reifen. Die jucken mich jetzt nicht so. Ich hab die schon, ich benutze die nicht. 0 Meter bin ich damit gefahren. Okay, die Reifen sehen so aus. Ehrlich gesagt, ich finde die nicht schlecht. Ich finde die nicht verkehrt. Kann ich das irgendwie anlegen und machen, dass das passt farblich, wenn ich die misse? Ist ein bisschen nice mit den Reifen, ehrlich gesagt. Ist vor allem mal was anderes, ne? Ist nicht so verkehrt. Aber okay, damit ich jetzt nicht einfach nur laber und eintausche, wobei das ja auch interessant ist, ein Schwarzmarkt-Item werden muss eintauschen in den nächsten Wochen. Das ist auch super, super interessant. Aber gut, wechseln wir mal kurz mal den Account. Hier eintauschen kann man halt so ziemlich vergessen, weil der Account ist relativ neu. Da habe ich halt nichts. Ich kann mit 2 Schwarzmarkt-Entwürfe eintauschen. Selbst hier kann ich mir schon was Krasses eintauschen. Was ist denn los? Okay, dasselbe wie eben. Na gut. Tauscht jetzt doch noch die ganze Folge ein. Übrigens, ich habe hier Honey in Titanweiß als Entwurf. Wäre da was wert? Soll ich das vielleicht mal machen? Aber kurz, 1000-fache Geschwindigkeit, aber ich tausche kurz hier nochmal alles ein. Das Eintauschen macht jetzt viel zu süchtig, weil es geht jetzt viel zu leicht. Weil vorher konntest du manche Dinge nicht eintauschen, die nicht von derselben Serie waren. Jetzt kannst du einfach alles zusammenmixen. Safe. Safe wird jeder von euch einfach für 5 Jahre eintauschen, sobald das Spiel startet. Es ist zu gut. Es ist zu gut. Das ist richtig. Okay. 7000-fache Geschwindigkeit. Und wir kriegen. Oh, die Schwerkraftbombe. Ich will das in schwarz haben, weil dann ist das einfach ein schwarzes Loch. Aber, gut, komm, wir springen jetzt nochmal in eine Partie. Sorry, dass das Video jetzt einfach nur aus Opening bestanden hat, quasi, beziehungsweise eintauschen. Aber das ist halt quasi das Neueste, was ich machen kann. Und es macht halt leider sehr, sehr süchtig. Das ganze Eintauschen, ihr werdet es auch merken, wenn ihr tauschen könnt, es macht leider sehr, sehr süchtig. Ich werde auch gleich noch ein bisschen weiterspielen, aber ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Mir fehlt halt ein einziger Sieg aus Champion. Ich muss erstmal nach Champion kommen. Aber gut, wir versuchen es. Okay. Ich würde sagen, wir spielen so 3, 4 Spiele. So. Das Video hier soll auch wirklich früh kommen. Also das kommt wahrscheinlich so um 14 Uhr, 15 Uhr. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Macht der einen Pass? Oh ja, aber den... Okay, den haben die Verteidiger. Ein 1 gegen 1. 1 gegen 1 kannst du... Ah, schade. 1 gegen 1 kannst du immer mal gewinnen. Beziehungsweise immer mal verlieren. So. Nice. Bin in der Mitte. Oh, schöner Fake. Schöner Fake. Guter Schuss. Ich finde die Drachen in schwarz nicht so nice, ehrlich gesagt. Die waren ja letztens im Shop, finde ich nicht so nice. Und ja, ich habe auch mega Bock, gleich den Battle Pass mal einfach zu gönnen. Ach ja, und ich hatte heute übrigens auch einen Community-Post gemacht, wo ich gesagt habe, ey, wenn ihr euch den Battle Pass holt, könnt ihr ja meinen Creator-Code dazu eintragen. Danke an alle Leute, die den eintragen. Und das war jetzt nicht so gedacht von wegen, ja Leute, ihr müsst euch den Battle Pass holen, weil ansonsten habe ich kein Geld. So war das nicht gemeint, das war eher so ein Hinweis, ey Leute, wenn ihr euch den Battle Pass holen möchtet, dann könnt ihr meinen Creator-Code eintragen dabei, das wird mich nicht stören. So war das gedacht. Ich sag das nur dazu, weil ein paar Leute wollten mir das sehr negativ anrechnen. Das war nicht so gemeint, dass ich jetzt sage, Leute, Geld, kaufen. Ich mach den mal kaputt. Schade, dass er nicht reingegangen ist. So, ich hab noch gehittet, ne? Ich hab noch gehittet. Nice. Oh, Teammate, wir stehen beide auf einen Haufen. Wie kann das sein? Ja, was machst du? Brauchst du Boost? Du hast genug Zeit, um dir jetzt Boost einzusammeln. Ich geh ihn einfach weg. Okay, sehr gut. Sehr gut. Der Call brauche Boost verwirrt mich manchmal einfach. So. War nicht so leicht, das Safe. Shadow Defense. Der musste rückwärts fliegen, so wie er stand, ne? Meine Schuld, ich mach. Kein Problem. Ich muss auch meine Schuld reinmachen. Der Fehler war im Grunde, dass er zu weit gefahren ist. Hätte er kurz gewartet am hinteren Pfosten, hätte ihn leichter rausfischen können. Aber so war der Safe jetzt schwerer. Ich sag das nicht, um zu sagen, ah, mein Teammate ist so schlecht, sondern nur um zu sagen, warum der so gekommen ist, wie der gekommen ist. Teammate. Okay, Teammate will ein bisschen 1 gegen 2 spielen. Oh! Gott, Hilfe! Nein! Oh Gott, Hilfe! Und der ist kein Boost. Von Teammate den aus dem Tor. Schön. Was für eine Parade. Gute Pässe jetzt von den Gegnern. Oh, ich hab Lex. Ja, fantastisch. Ich hasse den Kick, auf den mein Teammate gemacht hat. Einfach mit Vollsprint nach vorne gehen. Weil dadurch machst du das einfach... Das klappt im Grunde... Er sagt, ihr denkt jetzt, oh, das ist deine Schuld. Es klappt aber im Grunde nur,
wenn der Ball halt genau in der Mitte liegen bleibt oder halt mit Schmackes in die gegnerische Hälfte fliegt. Wenn du reinsprintest hinterher. Ich mache mich verteidigen, soll er gehen. Okay, dann gehe ich. Jetzt bleibt er hinten, okay. Aber wenn du reinsprintest, hast du so wenig Möglichkeiten, was du machen kannst vom Kickoff, was dann funktioniert. Also, das ist nicht das Smarteste, was du machen kannst. So, ich glaube, mein Teammate will irgendeinen Solo-Play machen. Ja, das berühmte Dribbling außen. Moment. Warum machst du, schießt du? Was soll ich sonst? Nein! Nein, Dude, ich bin doch sogar gesprungen! Der hat ihn du Affe! Und der sollte hin rein. Ja, guter Schuss. Schießt du. Jetzt spiel doch mal einen Pass, den ich auch verwerten kann. Jetzt ist ein bisschen mehr der Teamplayer, so wie es aussieht. So. Oder Mate. Da nicht nach ganz hinten rotieren. Warum nach ganz hinten? Warum nicht einfach in die Mitte rotieren? So, reingemurmelt. Reingemurmelt. Dankeschön. Gibt ein guter Pass. Ja. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich guter Pass mache, wenn es kein Assist ist. Aber ich glaube, das zählt als Assist, deswegen mache ich guter Pass. Pass. Der war sogar recht clean. Kann er nochmal passen? Oh, schade. Hätte er nochmal zu mir gepasst, wäre es ein sehr nices Tor gewesen. Es war möglich. Es war legitim möglich. Okay, wir springen da mal rein. Einmal. Oh, Moment. Ah! Voll verschätzt. Voll verschätzt. Und er macht ihn aber. Guter Schuss. Voll verschätzt. Hätte ich den... Ich meine, das war jetzt ein Fake, aber halt einer dieser Fakes, die unabsichtlich sind. Ja, wie geplant hätte ich gerne hier. Habe ich aber leider nicht drin. Ja. Sehr gut. Und der müsste reingehen. Ja. Guter Pass. War ein Assist. Aber wenn ich jetzt guter Pass mache, wäre es salzig, weil der Gegner hat ihn noch gepasst. Ja, ich mache jetzt hier nicht guter Pass, weil ich will ja nicht die Gegner beleidigen, weil da waren wir alle schon mal. Okay, ich habe wenig Boost, ich habe einfach reingeworfen jetzt. Macht mal hoch, was nicht das Richtige war. Nein. Aber der hat keinen Winkel. Nice. Da geht. Boom! 4-0. Okay. Gegner raus. Und, GG, ja. GG, gut gespielt. Ist übrigens meine neue Lieblingskombo. Weil gut gespielt ist so ein Kompliment an den Teammate, was man machen kann. Mache ich immer ganz gerne. Nein, wieso pusht du da? Mate, jetzt machen wir ein schnelles Tor, dann noch ein Kickoff-Tor und dann geht das. Okay? Schnelles Tor, Kickoff-Tor und dann haben wir's. Okay. Aufgeben. Er macht was für eine Parade. Ja, Mate. Dann mache ich... guter Pass. Er ist schon raus. Er hat's nicht mehr gesehen. Ja, Mate. Ich bin zum großen Boost gegangen, weil ich dachte, du kontrollierst den und wir haben dann noch einen Angriff, weil es war nur noch 10 Sekunden und da muss man halt ein bisschen was versuchen und ein bisschen Risiko machen. Ich hätte natürlich auch hinten im Tor stehen bleiben können und dann wäre aber nichts passiert. Wenn es den Ball gehalten hätte, wäre in die Ecke gegangen, dann wäre nichts passiert und wir hätten verloren. Also, Risiko, Mann. 2-1 Risiko, hat schon Duck mit Duck gesagt. Aber das war erstmal das Vorstellungsvideo vom Update. Das Eintauschen-Feature ist auf jeden Fall super, super krass. Dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Wie findet ihr es mit den Eintauschen? Sagt, ey, das ist ein krasses Feature. Ich find's krass, ich finde, da gibt's keine zwei Meinungen zu, so wie es jetzt gerade ist. Richtig, richtig krass. Oder sagt ihr, ey, das ist langweilig, ich würde das und das daran ändern. Dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.